Gude und herzlich willkommen zurück zum Hofbergmann-Sonntag im Büro Nummer 16. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es ist jetzt wieder einige Zeit vergangen, wie ihr seht. Ich war fleißig. Ich komme direkt aus dem Stream. Wir haben im Stream viel gemacht. Wir haben den Haferauftrag fertig gemacht, uns um die Tiere gekümmert. Na, noch nicht ganz fertig, aber wir haben uns um die Schweine gekümmert, um die Kälber gekümmert. Die Hühner sind noch fein und wir werden heute in der Folge uns um die Kühe auf der Weide kümmern und um Kleinigkeiten, die noch dazukommen. Ne? Hier ist ja die Kiste aus. Ich komme gerade von der Molkerei. Und habe da sage und schreibe 8000 Liter Milch abgegeben für die Haarmilchproduktion. Die Butterproduktion habe ich angeschmissen hier. Guckt mal. Bist du schon fertig hier? Nee, ne? Die Butterproduktion läuft. Die Ziegenkäseproduktion läuft. Bist du schon fertig? Weiß ich gar nicht. Die werden dann hier drauf gestapelt und mit unserem E-Hub geholt. Hier haben wir die Kälbchen. Die habe ich auch schön gemacht. Die haben wieder schön zu fressen. Die Schweine haben auch. Und jetzt kümmern wir uns als allernächstes um die Kuhweide. Dazu habe ich schon was vorbereitet. Also wir werden die Kuhweide versorgen und dann werden wir mit unserem schönen Sprinter hier die Produktion abfahren, weil ich würde gern das erste Braumalz abholen und Getreideschrot, um vorbereitend auf die Schweinefutterproduktion. Wir haben nämlich den Hafer, der übrig geblieben ist, haben wir zu Getreideschrot verarbeitet und die in der Produktion die Zyklen sind in der Getreideschrotmühle. Ah ja, das ist ja völlig wild. Ne? 48.000 Zyklen. Das sind die 1500 Liter Hafer, die da übrig geblieben sind, die waren, ich glaube, in 20 Minuten durch oder so. Ne? Und ja, auf jeden Fall habe ich hier einen Heuball dabei. Wir fahren heute mit dem Schäfer. Lassen noch ein bisschen Wasser raus aus dem Tank, den ich da vor Ort stehen habe. Dann fahren wir da auch wieder zurück. Ne? Und ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich hatte technische Probleme. Jetzt fast 2 Wochen. Ich weiß noch nicht, wie ich es gelöst habe. Fakt ist, ich hab's gelöst. War auch ein bisschen wild alles. War kurz auf. Also es war so wild, dass ich eine Stunde lang keinen YouTube-Account mehr hatte. Also keinen Zugang mehr. Ich konnte mich beim besten Willen in meinem alten Browser nicht mehr unter meinem YouTube-Account Büro Nummer 16 anmelden. Ist weg. Bis heute. Gibt's nicht mehr. Also, ist nicht möglich. Ich habe dann einen anderen Browser benutzt. Da geht's wieder. Verrückterweise, Gott sei Dank, ne? Sonst könnte ich ja nichts hochladen. Ja. War wild, ne? Und das Problem haben wir dann verschlimmbessert. Und dann war ich kurz vorm Rage Quit hier mit allem. Aber jetzt irgendwie BIOS-Update und so übliche Sachen gemacht. Was man halt dann immer so macht. So aufgefüllt, perfekt. Und so, jetzt fahren wir das nochmal hoch hier, dass wir hier keinen abstechen. Genau, zack. Und ja, dann ist es jetzt so, dass ich tatsächlich auch wieder
FPS-Spiele zocken kann, ne? Die konnte ich nicht. Also immer, kam immer Blackscreen, hat sich runtergefahren. Jetzt habe ich das irgendwie geklärt. Na? Das ist halt blöd. Muss vielleicht mal eine neue VCA-Version mir ziehen. Kabel dran. Und dann müsste, ja, genau. Also noch ein bisschen Wasser raus. Die hatten nämlich Durst. Und wie? Sehr schön. So machen wir das ab jetzt immer. Mit dem Gerät hier. So, dann haben wir die Kühe auch versorgt. Sehr gut. Wir haben jetzt alle Tiere wieder fein. Ja, Produktion laufen. Auch schon vorbereitend. Was wir im Stream auch besprochen haben, ist, neben meinen technischen Struggles, wann wir Schweine schlachten. Klingt jetzt ein bisschen makaber, aber wir wollen ja damit ja Geld verdienen. Es gibt extra einen Metzger jetzt. Den würde ich gerne in Aktion bringen. Ich sehe halt irgendwie null, ne? Will ich mal so vorausschicken. Das bringt auch nichts. Wir müssen so machen, ne? Oh, Unfall. Perfekt. Ja, müssen wir halt, ja, verkehrssicher ist es nicht, aber ich glaube, unser Dorfpolizist Dieter, der wird das auch nicht gerade uns böse nehmen, ne, für die paar Meter. Die Julia, die hat schon wieder gefragt, wann die nächste Lieferung klar ist. Die machen wir dann gleich noch im Juni, weiß ich noch nicht. Wir müssen das Feld, wo die Gerste drauf war, vorbereiten. Für die Aussaat, für die Herbstaussaat. Also es ist richtig viel los, ne? Aber nochmal zurückzukommen zu den Schweinchen, ne? Wir haben so beschlossen, weil wir haben dann gegoogelt, wie lange lebt denn ein Bio-Schwein? Und wir haben Berichte gefunden, dass die nicht länger leben wie konventionelle, ein halbes Jahr. Ich weiß nicht, oder? Unsere ältesten Sauen sind 7 Monate. Können wir ja mal zusammen reingucken. Die sind 7 Monate. Die könnten wir theoretisch jetzt schon schlachten. Ja. Aber da ist auch die Gesundheit irgendwie bei null. Die geht nicht hoch. Geschlechtsreife. Ne? Also ich habe es dann immer so vor, alle halbe Jahr 20 Schweine zu schlachten. Ja. Das ist so der Plan bei den Hühnern, bei den Hühnern, bei den Schweinen, ne? Und wir machen jetzt Folgendes: Wir schwingen uns in unseren wunderschönen Sprinter. Oh, was ein Sound! Und cruisen in die Schrotmühle. Ah, nee, Moment. Das wird nicht mehr als Mehl, als Sackware ausgegeben, oder? Aha. Behalten, ne? Behalten, okay. Dann hüpfen wir mal schnell, bevor wir nämlich mit dem Kollegen hier jetzt losfahren. Die ist hier, ne? Genau. Gibt es hier als Sackware? Produktion. Servus. Sag mal, Peter. Gibt es hier als Sackware? Ich glaube eher, dass wir hier mit dem Schlepper hinfahren müssen. Okay. So, und dann gucken wir aber nochmal was anderes. Man müssen wir ein bisschen umdisponieren. Wir haben ja auch schon Malz am Schlüssel. Ah, hier haben wir schon Malzsäcke. Okay, dann holen wir zumindest mal die Malzsäcke noch ab zusammen.
Was machen wir? Ja, und auf dem Rückweg nehmen wir noch Paletten mit. Ja, ich habe zu wenig Paletten. So. Neuer Weg, neuer Teil von der Map. So, der Hermesbote hier, der kostet mich Nerven, ne? Muss noch mal kurz aufs Navi gucken. Wir könnten auch übers Feld abkürzen. Das machen wir auch. Warum bleibst denn du stehen, Iselotte? Sag mal. Fahr doch einfach. Kennst mich doch, sag mal. Aber übers Feld. So ein Sprinter kann sowas ab, ne? Wir haben noch Dünger hinten drin. Der muss dann noch hin zum Strebergarten. Schrebergarten. Den Schrebergarten müssen wir auch nächste Folge mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Also es ist hier wirklich viel zu tun, ne? Land brauchen wir auch noch. Also, ja. So, dann müssen wir hier rechts, ne? Und dann hier wieder links. Weil da vorne kommt ja die Molkerei, die Industriemolkerei. Das, Sackgassenzeichen, ne? Das ist ein bisschen verwirrend. Weil das ist ja gar keine Sackgasse, oder? Das ist ja eine große Sackgasse. Das ist ja eine Ortschaft. Wie kann eine Ortschaft eine Sackgasse sein? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. So, hier. Ja, ich weiß gar nicht. Hinter Tupfingen. Keine Ahnung. Einfach reingeschöppert. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht geblitzt werden. Ja. So. Sagen wir mal, Ingo, hallo. Servus, Ingo. Wie Gott, sehen wir uns dann später im Makais Bierstüberl. Ha? Machen wir das. Warte mal, hier. Machen wir hier jetzt mal die Tür auf, oder nicht? Jetzt, ah. Sehr gut. Laden wir das Ganze doch mal rein hier. Zack. Zack, zack, zack. Laden wir das doch Ganze mal rein hier. Hopp. Das sieht nicht schön aus. Zack. Müssen wir dann eh gleich nochmal... Ah, nee, wir machen es gleich richtig, Leute, weil wir brauchen ja noch Platz für die Europaletten, ne? Ladungssicherung ist so wichtig. Zack. Wir müssen das, glaube ich... Wir bedienen das mal andersrum hier. Ja, perfekt. Sehr gut. So, letzter Sack. Sind immer 100 Liter. Okay, 100 Liter. Sehr ganz schön kleine Verpackungseinheiten. Was hat das für ein Gewicht? Ja, gut, ein 50-Kilo-Sack ist natürlich ein Wort, ne? Das ist natürlich ein Wort. So, dann Ingo. Später das erste Bier Makai Bierstüber geht auf mich, ne? Also, schwing die Hufe, Chefe. 16 Uhr, ne? Servus, Ingo. Servus. Let's go. So. Jetzt fahren wir noch zum Paul. Der soll uns noch ein paar Europaletten rauslassen. Oh ja, wir müssen aufpassen hier. Der Dieter, Dorfscheriff, ne? Der steht hier oft mit der Laserpistole und dann zack, bumm. Hast du nicht gesehen. Bist du wieder hier am Ticket schreiben. Aber wie das steht hier drauf? Niedertupfing, sag ich doch. Hintertupfing, nicht Niedertupfing. Sag ich doch. Kinders. Männer, Männer. Ha. Geht's hier rein? Nee. So. Ja, okay. Gut. Dann fahren wir hier noch zum Paulchen.
Muss man eigentlich nur geradeaus fahren, oder? Das ist die Molkerei. Ja gut, das war's mit dem geradeausfahren. Aber jetzt nur noch geradeaus. Da können wir auch hier bei Landstraße, ne, Vollgas geben, du. Ah, ne. Da sind wir bei der Mühle, ne. Das wissen wir auch nicht, was wir da rauslassen. Da müssen wir tatsächlich mit dem... Da fahren wir mit dem Fendt GT hin. Mit der Mulde. Lassen das Zeug dann aus dem Rohr, aus dem Silo raus. Das wäre eine Idee. Julia braucht ihr Zeug morgen. So, Paul, lass mal raus jetzt hier. Geben Sie mir nochmal 4 Euro Paletten, bitte. Divers war das doch, oder? Ja, genau. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Gut, dann fahren wir hier lang. Perfekt. Dann machen wir die Kiste auf. Zack. Machen wir aus, ne? Das ist immer... Ist immer so ein bisschen störend. Oh, verkehrt rum. Müssen wir nochmal. Drehen. Wollen es uns ja einfach machen. Work smart, not hard. Das ist mein Motto. Smart work is good work. Na gut, jetzt bin ich ja einen halben Kilometer weg, ne? Na ja, gut. Zack. Ja, ein bisschen können wir noch, genau. Ein bisschen können wir noch. Also der Sprinter ist echt, der wird sich noch, also das habe ich so im Gefühl, der wird sich noch richtig gut machen hier. Na, zumal der ja manuell beladen werden kann und auch Autoload kann. Das ist für mich bei Offscreen-Sachen sehr gut. Das gebe ich ja auch zu, ne? Also, wenn ich so Sachen vorbereite für eine Folge, dann kann es mal öfters passieren, dass ich halt Sachen auch mit AD mache oder so. Mit Auto, mit. Jetzt ist mir fast mein Gamepad runtergefallen. Ein Kabel. Mit. Ja, halt auch mit. Ja, mit Helfern halt arbeite. Achso, zumachen müsste ich die Klappe auch noch, ne? Und ja, da ist das natürlich dann immer von Vorteil, ne? So. Und zum Abschluss, ne? Auf dem Weg zum Strebergarten. Sagt mir doch mal eure Meinung vom Season Pass Year 2. Holt ihr es euch nicht? Wartet ihr die DLCs ab? Bis die Inhalte released sind, schreibt's doch in die Kommentare. Die Meinung würde mich wirklich interessieren, weil tatsächlich ich die Hard würde ich jetzt nicht sagen, aber ich hol's mir. Ich habe mir auch den ersten Season Pass hier One geholt und ja, also ich finde das, wir sollten nicht überholen. Ich finde, es hat sich doch gelohnt, ja? Auch wenn viele sagen, dass paar DLCs, naja. Aber die Maschinen von Antonio Carraro, die sind wunderschön zum Beispiel. Auch wenn sie viele nicht benutzen können. Hier könnten wir zum Beispiel den einen jetzt benutzen. Den mit der Mulde hinten dran. So. Die Kollegas müssen wir drehen. Zum Ausladen. Aber Freunde der Sonne, wir machen hier Schluss. Ihr braucht mir jetzt beim Ausladen nicht zugucken. Das mache ich offscreen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bisher. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Wir sehen uns zur nächsten Folge hoffentlich am Hof Bergmann Sonntag. Checkt die Socials aus, unten verlinkt
in der Videobeschreibung. Schaut auf Twitch vorbei, lasst ein bisschen Liebe da, würde mich sehr freuen. Ansonsten lasst es euch gut gehen. Tschüss.